Auch bei uns in Hannover gibt es ja das ein oder andere Bio-Restaurant. Die Nachfrage ist groß, zunehmend groß, und es wird sich wieder bewusster ernährt. Und um dieses Thema noch weiter zu treiben, sind einige der besten Bio-Köche Deutschlands hier in Hannover zusammengekommen und meine Kollegin Jana Sillinger war dabei. 100 Jahre Kuppelsaal in Hannover. Ein rundes Jubiläum. Zu diesem Anlass wird natürlich gratuliert, unter anderem von Bio-Spitzenköchen aus ganz Deutschland. Denn das HCC hat in seinem Parkrestaurant konsequent den Verbrauch auf Bio-Lebensmittel umgesetzt. Und auch der Bereich der Bankettgastronomie soll dort eventuell weiter umgestellt werden. Ja, die Veranstaltung, die wir heute bei uns im Haus haben, sind die Bio-Köche Deutschlands, eine Vereinigung, die sich speziell mit dem Thema Bio-Gastronomie beschäftigt. Für uns ein spannendes Thema, weil wir ja auch seit 2 Jahren unsere Gastronomie zum Teil auf Bio, zum Teil auf Nachhaltigkeit umgestellt haben und natürlich der Meinungs- und Informationsaustausch eine ganz wichtige Plattform ist, um sich auch in der Fragestellung weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu werden. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass bei 100 Jahren HCC, das ist ja die Veranstaltung, die uns das ganze Jahr begleitet, auch dieses Thema etwas ist, mit dem wir unsere 100-jährige Jubiläumsveranstaltung so ein klein wenig ergänzen wollen, da wir ja nun mal auch ein sehr großer Gastronomiebetrieb sind. Seit bereits 11 Jahren gibt es die Gruppe der insgesamt 19 Bio-Spitzenköche, die vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung ins Leben gerufen wurde. Und die Köche haben ein Anliegen, mit dem sie in Deutschland unterwegs sind. Bio zu promoten, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Bei den großen Veranstaltungen im HCC wird bisher nur bei einigen Produkten auf Bio geachtet, aus logistischen und finanziellen Gründen. Und deshalb sind die Köche dort. Es wird also nicht nur gratuliert, sondern auch diskutiert. Hier in Hannover treffen wir uns zum Erfahrungsaustausch, aber auch speziell, um mit den Vertretern des Kongresszentrums Hannover über Möglichkeiten der stärkeren Integration von Bio auch hier in Hannover im Kongresszentrum zu diskutieren und Ideen auszutauschen. Biologisch ist das Motto der Köche und das Kongresszentrum Hannover hat mit der Veranstaltung den Dialog geschaffen und sich vielleicht inspirieren lassen, das 100-jährige Bestehen mit einer kulinarischen Umstrukturierung zu feiern.